Glück auf aus dem Harz zu einem neuen Motorrad-Technik-Video. Reifenpanne auf Motorradtour und Abenteuer-Fernreise, abseits größerer Städte. Was macht ihr? Seid ihr auf die Pannenhilfe eines Automobilclubs angewiesen oder könnt ihr euch selber helfen? Ich zeige euch hier an einem Beispiel an einer Honda Dominator Baujahr 1988, wie ihr selbst die Motorradreifen mit einfachen Hilfsmitteln wechseln könnt und somit die Reifenpanne selbst behebt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Reifenwechseln.
So, nachdem der neue Mietas E09 aufmontiert wurde, geht es zur Vorbereitung zum Radeinbau. Zuvor machen wir Kaffeepause und im Teil 2 sehen wir dann den Radeinbau. Die Batterie wird eingebaut und wir starten in die neue Saison mit einer ersten Probefahrt auf dem neuen Mietas E09. Kaffeepause. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr hier wieder reingeschaut habt beim Technikvideo beim Harzer Enduro-Wanderer. Im Teil 2 machen wir dann gemeinsam den Radeinbau und die Dominator fertig für den Saisonstart 22. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wir sehen uns demnächst auf der Probefahrt auf der Honda Dominator, Baujahr 1988. Bis dahin, ciao, ciao, euer Harzer Enduro-Wanderer.